Schatz XXL heute im gemischten Doppel. Barbara Schöneberger, Caroline Kebekus, Herr Welke und Bürger Lars-Dietrich. Sehr, sehr schön. So, ihr Lieben, ihr werdet jetzt schauspielerisch so richtig gefordert. Wir spielen einen großen Stoff. Es geht um ein Mädchen, das 100 Jahre geschlafen hat und trotzdem immer noch wie ein Knaller aussieht. Könnte Werbespot für Nachtcreme sein, für Schlaftabletten. Aber es geht um Dornröschen. Und wir haben eine wunderbare, große Regisseuse zur Hand. Barbara, du wirst das Ganze inszenieren. Ja. Hm? Und Caroline, du bist das Mädchen, das spinnt, du bist Dornröschen. Dann brauchst du natürlich noch jemanden, der dich wach küsst. Das macht der Lars. Und, Ach, das kann ich machen. Olli, ich muss mal die Drecksarbeit machen. Freund der Berühmte. So, Olli, du gibst uns natürlich Dornröschens Vater, der König. Und ich spiele die Fee Nummer 13, die nicht eingeladen wurde, die böse Fee, die dann die berühmte Spindel bringt, ja? Ja. Die bringt Dornröschen zum Spinnen. Aber was rede ich? Ich muss spinnen. Ich übergebe jetzt an dich. Wir nehmen unsere kleinen Kostüme und du erklärst uns, welchen Teil von Dornröschen wir jetzt geben sollen. Ja! Da gehe ich mal zu meinem Regiestuhl. Ach, guck mal, da kommt er. Mensch! Oh. So, ihr wisst, worum es geht. Nee. Nee. Na schon, aber ich warte mal, bis ihr angezogen seid, Leute. So läuft's nicht. Nicht schlecht. Hier steht. Sieht aus wie Siegfried und Roy. In einer Person. So, in einer Person. So. Little Richard. Oh nein, okay. Dirk, du kannst aber auch alles tragen. Ja. Mensch. Ihr seht toll aus. Ja. So, ich erkläre euch ganz kurz, worum es geht. Dornröschen ist ja klar. Zu deiner Geburt wurden alle eingeladen, alle Feen, bis auf eine. Und die ist jetzt sauer. Deswegen wirst du an deinem 16. Geburtstag dich an einer Spindel stechen, weil du eben, doof wie du bist, doch in den Turm gegangen bist, um die Spindel anzufassen. Ja? Danach fällst du in einen 100-jährigen Schlaf, dann kommt der Prinz. Sägt dich frei, küsst erst deinen Vater und dann dich wach. Das steht überhaupt nicht in dem Märchen, allerdings. Und am Ende, wahrscheinlich wird geheiratet. So, Dirk ist die böse Fee, die dir die Spindel anbietet. So. Schlimm verkleidet als gute alte Frau. Sehr lustig. So, es geht los. Ihr spielt es jetzt einfach mal schön durch, damit wir mal reinkommen in den Stoff, in den schwierigen. Und Action! Ja, hör mal zu, Dagmar oder wie du heißt. Röschen war es, ne? Wenn man so viele Kinder hat wie ich, kommt man durcheinander. Pass auf, wegen der Sache mit dem Fluch, mach dir keine Sorgen. Ich habe alle Spindeln im Königreich verbrennen lassen. Ja, wir haben einen großen Scheiterhaufen gebildet, noch ein paar Hexen oben draufgelegt, der brennt da hinten. Ich habe wirklich alle Spindeln, in dem Turm ist möglicherweise noch eine Spindel. Also tu mir den Gefallen, nicht in den Turm gehen, weil da liegt noch eine Spindel. Ist das angekommen? Turm? Nein. Reingehen? Böse. Rüdli-Schule. Also, ich verlasse mich auf dich. Ach, ist das langweilig. Wie war das nochmal mit dem Turm? Reingehen? Hier ja. Ist der Turm, komm doch auf den Turm. Ich glaube, ich gehe mal zum Turm. Hier ist der Turm, kleines Röschen, komm auf den Turm. Spinn, 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 spinn. Wow! Spinn. Hallo! Hallo, Röschen! Wow, was ist das? Dies ist eine kleine Krone, die dir vom Kopf gefallen ist. Ach, die brauche ich nicht mehr. Okay. Mein Papa kauft mir eine neue. Das ist gut. Dies hier ist ein Spinnrad, wie du unschwer kennen kannst. Und das dort oben ist eine sehr moderne neue Spindel. Möchtest du sie vielleicht einmal berühren? Cool. Ja, cool. Au! Ich bin es nämlich. Du wirst von dieser
dieser Spindel gepickt und musst für 100 Jahre schlafen und mit dir dieses ganze Schloss und eine riesige Hecke wird wachsen und du wirst dorthinter liegen und nicht mehr gefunden werden und ich krieg die Hecke nicht hoch. Doch, da steht sie. Die ist so doof, das gibt's überhaupt nicht. Meine Fresse, ich hab dir 100 Mal gesagt, du sollst diese Spindel... Au! Oh, Scheiße. Sehr lustig, gefällt mir. Weiter. Dornröschen war ein schönes Kind, schönes Kind, schönes Kind. Dornröschen war ein schönes Kind. Musik. So. Ich bin Prinz, Tausendschön, ne? So. Ich werde jetzt diese Hecke beseitigen. Die Hecke muss weg! Die Hecke muss weg! Die Hecke muss weg! Moment, klappt nicht. Moment. Tja, tja, tja. Das wäre der angenehme Teil. Das wäre der anstrengende Teil, meine ich natürlich. So, Ene, Mene. Aha, da liegt die holde Maid. Oh, meine Kopfbedeckung. Egal. Oh. 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 Mein Retter! Los, aus! Was denn? War doch gut! War doch gut gewesen! War gut gewesen! Ich fand's gut. Ja. Alles ganz toll. Hast du gesehen, wie ich hier gestanden habe und habe so gespielt, als würde ich in meinem Schloss stehen und würde alles durch eine Kristallkugel sehen? Ja, das habe ich die Nase hängt jetzt schief, weil die ist gerissen. Ich musste die neu flicken. Nein, die ist jetzt anders. Aber hast du das gesehen mit dieser... Die ist besser, ne? Aber mit der Kristallkugel, war das ein toller Einfall. Gut, aber warte, du warst ja gut, weil du sprichst unser altes Publikum an. Wir haben aber noch mehr alte Leute. Wie hast du sie denn geflickt, in Gottes Namen? Ich musste dich jetzt im Nasenloch binden. Oh nein. Ist jetzt anders. Naja, gut. Wir müssen an die alten Leute denken, Leute. Wir müssen ein bisschen langsamer. Es ist für die ältere Zielgruppe. Spielt es wie im Altenheim. Ihr seid alt, ihr seid gebrechlich wir und ihr spielt deutlich für alt. Ich bin alt, was bleibt mir noch? Soll ich tot spielen? Ja. Also die Szene spielt im Altenheim. Nein, ihr spielt nicht im Altenheim, sondern ihr spielt fürs Altenheim. Ach, fürs Altenheim. Für. Also wir sind nicht alt. Ach, hier ist meine Mütze. So. Ihr seid nicht alt, aber langsam. Damit das alles gut verstanden wird. Und Action. Schwester! Schwester! Papa, bist du's? Ich wollte mich beschweren. Herr Sawatzki aus Zimmer 105 hat in meinen Schuh gekackt. Bevor ich gehe, noch was ganz Wichtiges. Ja. Geh in keinem Fall in den Turm. Hä? Nicht in den Turm gehen. Und weißt du auch warum? Ja, ja. Hab ich vergessen. Was hat der jetzt gesagt, der Junge, in den Turm gehen? Ja. So. Ah. Der Turm ist geschlossen, Sprechstunde ist nur zwischen 14 und 15 Uhr. Dann kannst du reinkommen. Ja. Hallo. Mensch, was machen Sie denn da? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mich schon mal hingesetzt. Ich habe vergessen, was ich mache. Ich guck mal. Ja, guck mal, da oben ist was Spitze. Aua. Och, nee. Hast du dich gepinkt? Oh.
dir nicht gut bekommen. Ja. Na, Hedwig, haben Sie bei dir endlich die Apparate abgestellt? Leg ich mich mal direkt daneben, du. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das alles ans Blühen bekommen. Die großen Hecken, die stehen ja noch. Das kann dauern, bis die Blühen. Bis man so eine Hecke hat, ist die dann noch da oben ist. Oh, die Fisch bekomme ich jetzt. Oh, die erste Hecke, die steht. Ja, dann ist die zweite Hecke. Die zweite Hecke steht. Oh, wir waren schön. Da ist mein Zuhause. Ja, ich muss so eine Kristallkugel, das weiß ich noch. Heut geh ich ins Maxim, weil ich da immer bin. Ich treffe all die Damen, nenn sie beim Kosenamen. Meine Mütze. So, ich werd noch 100 Jahre alt. Also jetzt, nanu. Ist ja alles so total durchwachsen hier. Das habe ich ja gar nicht damit gerechnet. Nee, mal gucken, ob ich so viel Kraft noch aufbringe. Moment. Gleich. Alter Trick. Oh, herrlich. Klappt immer. Oh, mein Kreuz. Oh, und da ist ja auch die holde Maid. Ja, so habe ich sie mir vorgestellt. Oh, ja, na, dann wollen wir mal. Schlägt. Oh, meine Kehle! Meine Kehle! Entschuldigung. Das ist sie natürlich. Ja. Oh, jetzt ist es raus. Naja, egal. Tut sich ja nicht. Ich hab doch meine Zähne noch gar nicht drin. Ja, gut. Im Prinzip hat mir sehr gut gefallen. Ja. Falls aber jetzt das ZDF sagt, dass sie es nicht haben wollen, müssen wir es doch für eine jüngere Zielgruppe machen. Deswegen vielleicht ein bisschen Erotik. Ich möchte jetzt nicht einen richtigen Porno, aber einen Softporno sehen. Denkt einfach darin, dass ich jetzt über die Kamera so eine kleine Strumpfhose ziehe. Alles hat so einen Weichzeichner-Effekt. Und ihr kommt euch einfach so ein Stück weit näher. Ich freue mich. Okay. So. Ach, mein Mann ist wieder auf Montage. So ist es, Hallöchen Chantal. Hi, na, bist du der Handwerker? Ja, ich komme vom Installationsbüro Fummel und Partner. Und, sehr gut. Ich wollte einfach nur mal die Rohre freipusten. Ja, mal unverbindlich ein Rohr verlegen. Nöpf. Ja, aber ach, ich habe jetzt das, ja? Hab leider noch einen anderen Termin. Nur ein kleiner Tipp, ich würde nicht in den Turm da gehen, weil, also, ich will nicht zu viel verraten, aber da wohnt ein ganz übler Stecher. Viel Spaß. Da werde ich doch mal nachgucken. Gut, dass ich mein Höschen nicht anhabe. Ich bleib ein wenig im Türrahmen stehen. Ich stimuliere gerade noch meine Nippel. Abgesehen davon, dass ich meinen Nasennippel befriedige, spinn ich so ein bisschen geil vor mich hin. Spinn! Oh ja. Spinn! Hast du schon meinen Spitzespinn?
Ach, der kommt auch noch. Ach, du je. Das ist wahnsinnig lustig. Weiter. Tja, Chantal, ich hab's dir immer prophezeit. Eines Tages wirst du totgepoppt. Jetzt ist es passiert. Chantal, wie hast du immer zu mir gesagt, und wenn du der letzte Mann auf Erden wärst, mit dir gehe ich nie in die Kiste. Ich sag mal, jetzt werden die Karten neu gemischt. Ne? Was hast du denn da? Eine Spindel? Aua! Geil! Zwei habe ich besorgt! Alles ist gut gedüngt und sprießt wie verrückt! Jetzt muss nur noch ein junger Prinz kommen und alles zu Ende bringen! Hallöchen, oh. Wo ist denn die Hecke? Die wilde, spitze Hecke! Ich habe nämlich meinen Säbel mit! Und damit werde ich tiefe Löcher in die Hecke schneiden. Und eins! Oh. Oh. Und zwei! Oh. Und da ist sie ja schon. Die kleine Wilde ohne Krone. Okay. Ich bin nur Statist. Du bist auch gleich dran. Nein! Schnitt! Egal! Jetzt geht's los! Sind Sie der Handwerker? Ja, natürlich! Ja. Das tut mir leid. Das ist ja fast genauso. Stopp! Also, verändert. Stopp! Ja? Stopp! Ich hab mich noch nicht mal ausgezogen. Ja? Der ist einfach zu soft, der Porno. Es ist zu soft, aber es hat mir gut, es hat mir gut gefallen. Guckst du dir in deine Kristallkugel? Immer noch in die Kristallkugel. So geil. So geil. Wie du das durchziehst. Ja, das ja. Ist super. Gnadenlos. Also, gut. Aber das ist mein Turm. Hier kommen alle dran. Also, ja, okay. Der Welke soll sich bloß mal der Welke kommt gleich dran. Der kann sich in unserem nächsten Genre ein bisschen austoben. Leute, ich brauche Musik, damit es richtig swingt. Ich will ein Musical. Viel Spaß und Action. Ein Musical? Ein Musical. Richtig gehört. Weißt du, das Ganze ist ein Rap-Musical. Und ich wollte nur sagen, dass ich dich als Künstler voll respektiere. Und sag viel Glück bei deinem Lied, was jetzt anfängt. Mach's gut. Ich darf nicht in den Turm. Voll Scheiße. Aber ich geh trotzdem kack drauf. Hier im Turm allein sitzt deine Muhme klein mit einem Spinnrädchen und wartet auf dich, Mädchen. Und wenn du dich nicht endlich mal pickst, sing ich genauso eintönig die nächsten 5 Minuten weiter. Gott sei Dank. Vorbei. Karawane zieht weiter, die Prinzessin ist tot. Ich leg mich gleich dazu. Wegen mir könnte jetzt Werbung kommen. Musical! Also. Ja, ich bin der tapfere Recke. Man nennt mich 50 Taler. Ich bin ein tapferer Recke und ich bekämpfe diese Hecke. Denn hinter dieser Hecke liegt eine kecke Schnecke. Zack!